Moin, Zeus, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind hier immer noch auf Volt und werden uns hier auch noch ein Weilchen aufhalten. Und werden hier noch ein paar Quests abarbeiten, werden hier gucken, dass wir irgendwie einen Außenposten errichtet kriegen. Denn das ist ja schließlich unser Job als Pathfinder. Und das wollen wir jetzt hier so ein bisschen vorantreiben. Ein Widerstandskreuzer, guck an. Schick. Die wollen alle nicht mit mir reden. Okay. Da ist einer. Hallo. Ein Mensch? So weit hier draußen. Sie müssen wirklich Mut haben. Du kennst mich? Du kennst Menschen? Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dart zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Ich werde diese Monster dafür büßen lassen, was sie ihren Leuten angetan haben. Das wissen wir zu schätzen. Aber ich brauche bei etwas anderem ihre Hilfe. Ich bin Historiker und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares, angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Volt. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Oh, selbstverständlich. Keine Sorge. Ich werde sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe ihnen den Nav-Punkt des Dar. Und bitte beeilen sie sich. Auch noch Stress machen, ja? Das habe ich gerne. Nun gut. So. Dann schauen wir uns nochmal unsere Karte an. Diese Mineralien, die finde ich hier nicht. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Was habe ich hier? Warum ist denn hier ein Punkt auf meinem Nomad? Gerade mal hinreisen. Da gibt es noch irgendeine Quest anscheinend. Ich war doch hier gerade erst. Ich kriege immer noch jedes Mal eine Gänsehaut. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Klar, warum nicht? Yevara. Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Volt. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden ihre Leute sie jagen, bis auch der letzte von ihnen tot ist. Gibt es denn ein Problem? Sollte ich vielleicht etwas wissen? Seit ihre Gesetzlosen auf Volt gelandet sind, um hier zu jagen, haben sie schon 2 Dutzend Yevara getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Das ist ja doof. Natürlich. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. Ist doch klar. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Yevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Yevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Yevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar.
Ich verstehe, warum Ihnen die Yavara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Erzählen Sie mir mehr über die Yavara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Yavara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können Sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben. Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Ich kümmere mich drum. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Ishare. Okay, so. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Hier müssen wir die Wilderer verfolgen. Aber hier war doch auch gerade noch irgendwo was. Ich habe noch so viel zu tun hier. Mann. So, hier sind nämlich auch noch Wilderer. Ach du Scheide. So, ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal hier in diese Richtung. Hier gibt es noch so einen Erinnerungsauslöser. Dann habe ich hier noch was. Mein Gott, ich habe so viel zu tun. Kitschild beobachten muss ich hier noch machen. Und da sind auch noch Wilderer. Ja, vielleicht gehe ich doch erst in diese Richtung. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. So, und Monolithe muss ich auch aktivieren, um diesen Planeten wieder bewohnbar zu machen. Das kennen wir ja schon. Das sieht nach Cat-Tag aus. War ich hier schon? Nee, war ich auch noch nicht. Oh mein Gott. Okay. Hier wird ein bisschen gekämpft, sagst du. Gleich tot. Warum bist du nicht in Deckung? Ich habe nicht angefangen mit der Gewalt. Muss ich ja mal dazu sagen. So, gibt's hier irgendwas zu tun für mich? Nö. Hätte ich mir komplett schenken können. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Na geil.
Okay, das hätte ich mir schenken können. Na gut, ich habe ein bisschen XP gekriegt. Aber ansonsten war hier mal so gar nichts los. Also, dann geht's da hinten weiter. Hatten Ihre Leute vor, sich hier anzusiedeln? Sie scheinen mir ziemlich kälteempfindlich zu sein. Es wird ja besser. Asari hat mir erzählt, dass sie Tänzerin im Afterlife war. Glaubt Ihre Spezies auch an Reinkarnation? Nein, das Afterlife war eine billige Bar. Wenn sie es bis hierher geschafft hat, fühlt sich das wahrscheinlich wirklich wie eine Wiedergeburt an. So, ich muss mal gerade hier außen rum. Da komme ich nämlich zu den Monolithen da drüben. Ja, komm schon. Ja, von hier komme ich da auch nicht hin. Schade eigentlich. Okay. Dann geht's abwärts. Oh mein Gott. Komm schon. Geh ich halt zu Fuß, leck mich. Der Monolith. Okay, das ist ja doch ganz schön groß auch hier. Also, kann ich den vielleicht von hier scannen? Das wäre cool. Leider nicht. Leider nicht. Okay, dann müssen wir da irgendwie runter. Nutzt ja nichts. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich muss hier hoch. Komm, oh, du warst doch schon um. Na, ah, ich bitte dich. So, Nummer 1. Nummer 2. Okay, so, wo ist Nummer 3? Da hinten. Okay. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Höfen. Dann sollten wir in der Lage sein, das Ding zu aktivieren. Reliktkonsole. So, jetzt geht das wieder los hier. Mein Gott. Oh, das ist aber diesmal ein bisschen was anderes. Okay. Okay, okay, okay. Okay, na gut, das wird interessant jetzt. So, was habe ich denn? Ich habe den, ich habe den, ich habe den. Und den, ich habe 3 Stück. 4 Stück, ach du Scheiße. Ja, da muss ich natürlich jetzt rumprobieren. Ach du Scheiße, okay, das wird jetzt ein bisschen dauern, Leute. Ne, den habe ich hier schon. Ähm,
Den habe ich noch nicht. Nee, den habe ich noch nicht. Okay. Dann haben wir hier. Ja, den habe ich hier noch nicht. Das heißt, das hier muss ein anderer sein. Das könnte vielleicht... Nee, der kann es auch nicht sein. Der kann es nicht sein. Der kann es nicht sein. Dann ist das der. Und das ist... das ist... Der... Nee, den habe ich da. Oh mein Gott. Ja, das muss der hier sein. Das ist der einzige, den ich hier noch nicht habe. Ja, tut mir leid, das hier muss der hier sein. Dann ist der hier falsch. Ja, den habe ich da oben ja auch. Okay. Okay, dann ist das nämlich der hier. Okay, und das ist dann der hier. Jawohl. Boah, das ist echt tricky. Schon lang kein Sudoku mehr gespielt, ey. So, das könnte vielleicht der hier sein. Nee, der muss hier hin. Der muss hier hin, dann muss hier. Der hier hin, dann wäre er da oben aber falsch. Scheiße. Aber hier oben habe ich doch nur noch den. Den habe ich da, den habe ich da, den habe ich da. Den habe ich da, den habe ich. Ja, das ist der. Das ist der einzige, den er hier oben noch reingehen würde. Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig. Also das wird jetzt noch ein bisschen dauern hier. Das wird definitiv nicht beim ersten Versuch klappen. Scheiße. Also hier brauche ich noch... Der hier passt auch nicht. Den habe ich ja hier. Ich drehe durch. Dann ist der hier nämlich falsch. Dann kommt der weg. Dann kommt der nämlich hier oben hin. Und das hier ist dann nämlich der hier. Jawohl, dann ist der hier nämlich auch falsch. Okay, dann kann nämlich hier unten jetzt... ich glaube, nee, da war es nicht, sondern der hier war es, ne? Und hier fehlt dann im Prinzip nur noch der hier. Jawohl, ja. So, dann hätte ich hier jetzt noch einen frei. Das müsste dann ja quasi... der hier sein. Und hier hätte ich noch einen frei. Das müsste dann der hier sein. Kann aber nicht sein, denn der ist direkt da drüber. Oh, nee, der kann eigentlich nur hier sein. Ich dreh durch, ey, ehrlich. Ich dreh durch. Der kann eigentlich nur hier sein. Ja. Aber dann ist der hier falsch. Scheiße, ey. Oh, ich dreh durch, ehrlich, ich dreh durch. Dann müsst du hier... Nee, kann ja auch nicht. Dann müsste der hier... Nein, geht auch nicht. Oh, der kann hier nicht sein. Ach Mann, es ist alles falsch. Verdammte Hacke, ey. Dann müsste der hier sein. Ich dreh durch, ehrlich.
Ah, ist das schwer. Dann passt doch alles schon wieder nicht hier. Also nochmal von vorne. Verdammte Hacke, ey. So, der hier und hier. Der, kann man das machen? Nein, kann man nicht. Dann muss der nach hier. Und der nach hier. So, dann hätten wir hier im Prinzip nur noch den hier zur Auswahl. Und hier hätten wir dann im Prinzip nur noch den hier zur Auswahl. Richtig? Richtig. So, hier habe ich auch nur noch einen und das müsste dann der hier sein. Dann hätte ich hier nur noch einen. Das müsste der hier sein. Richtig, richtig. Scheiß Denksportaufgaben. Mann, Mann, Mann. So, gut, weiter geht's. Ja, Moment, anders. Wir gehen da anders ran. Also, dieses komische Y habe ich jetzt überall. Jawohl. Dann diese komischen Schuhe oder Socken. Diese zwei Striche nebeneinander halt. Habe ich da, habe ich da, habe ich da. Fehlt mir noch in dieser Reihe. Kann dann im Prinzip nur hier hin. So, dann fehlt mir hier noch einer. Das müsste dann der hier sein. Dann fehlt mir hier in der Mitte nur noch ein Symbol. Nämlich das hier. Richtig. Richtig. So, da fehlt mir in der Reihe noch einer. Nämlich der hier. Der fehlt mir hier noch, also muss er hier hin. So, da fehlt mir hier noch einer. Das kann nur der sein. Den habe ich da unten aber schon. Dann passt es wieder alles nicht. Ich dreh durch. Nee, da. Nee, den habe ich da schon. Nee, 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 nee. Der hier ist es. Ah, der hier ist es. Richtig, 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 richtig. Der ist es. Okay. Ne, ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Hoffe ich zumindest. Also. Hier fehlt mir jetzt noch der und dann, ich probiere das jetzt einfach. Dann fehlt mir hier im Prinzip nur noch der. Boah, Gott sei Dank, ey. Boah, war das schwer. Glaub mal, das wird noch viel schwerer. Das wird noch viel, viel schwerer. Punkte vergeben. Ja, das machen wir später. Das machen wir später. So, was haben wir hier noch? Mineralien-Skin. Komme ich jetzt irgendwie zu meinem Nomad wieder hoch? Relativ einfach. Aber wenn nicht, muss ich Schnellreise benutzen. Boah, das hat aber jetzt echt Zeit gebraucht, ne? Das war ohne Scheiß. Ne. Ne, ich glaube, so einfach komme ich hier jetzt nicht hoch. Wo ist mein blödes Auto? Da hinten. Ach ja, richtig. Ich kam ja den Hang nicht hoch. Darum hatte ich ihn ja da hingestellt.
ihr seid das. Okay. So, dann geht's weiter. Hier wollte ich, glaube ich, eigentlich hin, ne? Was ist das denn hier wohl? Schauen wir es uns an. Warum habe ich so viele Wegpunkte? Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt mein aktiver Wegpunkt, den ich gerade gesetzt habe? Von den 1000 Dingern hier. Ist das der hier? Ich habe keine Ahnung. Der müsste ja links von mir liegen. Also müsste das hier einer von denen hier sein. Warum habe ich 1000 Wegpunkte? Warum nicht nur die Quest, die ich aktiv habe? Das verstehe ich. Ryder, könnten Sie mal in ein Loch fahren, eine scharfe Kurve machen oder so? George schläft schon wieder. Ach, lassen Sie ihn schlafen. Na gut, da hinten ist eine Brücke, da fahren wir jetzt hin. Die Stromleitungen gehen rauf. Aber wir müssen einen anderen Weg finden. Bis auf den Berg schaffen wir es nie. Da vorne sind Cat. Von wegen Brücke. Ah, das wird nix. Wow. Ah, was machst du? Nein, was machst du denn? Ah! Granate! Was ist? Alles friedlich. Granate kommt! Wer ist denn hier noch? Mann. Jetzt reicht's aber. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ist das so? So, das hat mich natürlich auch wieder nicht irgendwie weitergebracht hier. Ach, Mann. Okay, Leute, ich habe schon wieder eine halbe Stunde voll. Darum an dieser Stelle wieder Schluss mit lustig. Und wir, also beziehungsweise ich, fahre jetzt noch zu unserem nächsten Einsatzziel. Und da sehen wir uns dann wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.